Hallihallo, schön, dass du vorbeischaust. Hier ist Theresa von Sammy Dolls. In dieser kleinen Videoserie will ich dir all die Nähgrundlagen und Tipps zeigen, die man braucht, um all meinen Schnittmustern und Videoanleitungen mit viel Freude und Selbstvertrauen zu folgen. Mir macht Nähen einfach so viel Spaß und ich hoffe, dass ich dich auch dazu animieren kann, mit dem Nähen loszulegen oder die alte Nähmaschine aus dem Keller oder aus vom Dachboden wieder herunterzuholen. Alle anderen Videos in dieser Serie sind unten in der Videobeschreibung verlinkt und jetzt geht's los! In diesem Video schauen wir uns an, welche verschiedenen Nähgarn es denn gibt und welche vielleicht am besten geeignet sind für unsere Nähprojekte hier in Sammy Dolls Land. Also hier ist meine große dicke Box voll mit Nähgarn. Das hier sind meine Overlock-Maschinengarne, alle aus 100% Polyester, wie man sehen kann. 5000 Meter, meine Güte, das ist ganz schön viel. Das hält eine Weile. Das sind eine meiner Lieblingsgarne hier. Die Firma Birch oder Birch ist auch ganz gute Qualität. Hier Polyester Overlocker Maschine. Es gibt alle möglichen verschiedenen Garne. Es gibt Seide, Vinyl, Baumwolle, Polyester. Dann gibt es verschiedene Polyester- und Baumwollmischungen und so weiter. Ich benutze meistens Polyester, weil das ein bisschen elastisch ist und sehr gut hält. Baumwolle ist klasse, ist aber nicht so reißfest wie Polyester und eignet sich am besten für Arbeiten, die, wenn man mit Stoffen arbeitet, die sich nicht stretchen lassen. Also hier ist einer meiner Puppennähstoffgarne von Gütermann. Gütermann ist die Marke, die ich am meisten benutze. Kann man auch sehen, wieder 100% Polyester hier. Das ist eben, Polyester ist so ein Alles-Näher-Faden und ist sehr reißfest. Das hier ist ein Faden, wo ich nicht genau weiß, wo der herkommt. Der hat keine Marke. Werden wir nachher sehen, dass der sich nicht so gut eignet für unsere Nähprojekte. Ich glaube, ich müsste meine Kiste mal ein bisschen besser aufräumen und auch nach Farben sortieren. Hier ist wieder ein Gütermann-Faden, 100% Polyester. Das ist der Mara-Faden, den ich am häufigsten benutze in meinen Projekten. Nummer 100 in Deutschland gemacht. Yuppie! Und dann ist das hier, glaube ich, 1000 Meter. Das ist eine 1000 Meter Spule. Wenn es sich dann hier mal scharf stellen würde, können wir uns das auch genauer anschauen. Hier 1000 Meter, dann, und das ist die Farbnummer oder 1094 Yards und 800 ist die Farbnummer. Hier sind ein paar Fäden, jetzt schauen wir uns mal an, wenn man genau wissen will, wie gut denn die Qualität des Fadens ist, dann kann man mal hier einen Reißtest machen. Und wenn man den Faden dann reißt und er sich in... Achso, wir haben verschiedene Farben hier. Wir haben eine gute Qualität, mittlere bis gute Qualität und nicht so gute Qualität. Hier, wenn sich der Faden in die Haut wenn das einschneidet, hier in die Haut, dann weiß man, das ist ein guter Faden, der reißfest ist. Und er soll natürlich auch reißen, alle Fäden sollen reißen, eventuell, aber nicht zu schnell. Also es geht hier in die Haut rein, wie man sehen kann, wenn sich denn die Kamera auch wieder scharf stellen würde, und dann reißt es. Also dieser Faden ist gute Qualität, mit dem kann man wunderbar nähen, da halten sich die Projekte auch. Jetzt probieren wir den mal hier aus. Ups, das geht ganz schnell, das geht überhaupt nicht in die Haut rein. Das kann man ganz schnell reißen hier, einfach so. Also den Faden werde ich auf keinen Fall benutzen, weil das Projekt wird sich nicht lange halten. Nein, 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 nicht benutzen. Kommt in den Mülleimer. Ich weiß auch nicht, wo der Faden herkommt. Den habe ich nicht gekauft. Vielleicht habe ich den irgendwie im Secondhand-Laden oder so. Hier wieder muss ich ganz doll um meine Finger wickeln. Schneidet sich sehr doll ein in meine Haut. Super Qualitätsfaden, Gütermann. Kann ich sehr empfehlen. Den benutze ich immer für meine Projekte. Und hier das Gleiche muss man auch etwas ziehen, damit sich denn was tut. Und hier nochmal, weil es so viel Spaß macht. Der Faden, der einfach gar nichts taugt. Und dann nochmal meinen Birchfaden, der ist auch gut. Also kann ich gut benutzen. Jetzt schauen wir uns dann nochmal die verschiedenen Nähgarne im Detail an. Also das Baumwollgarn ist am besten für leichte bis mittelschwere Stoffe oder feine gewebte Stoffe mit wenig bis keinem Stretch. Reines Baumwollgarn reißt, wenn man es mit Stretchstoffen vernäht. Und für Patchwork und Handquilten ist es am besten. Oder wenn man mit Stoffen arbeitet, die eben nicht dehnbar sind. Dann ist es total klasse. Baumwollfaden hat den Vorteil, dass er nicht schmilzt, wenn man ihn zu heiß bügelt. Polyesterfaden schmilzt, wenn man ihn zu heiß bügelt, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand so lange mit dem Bügeleisen an dem Faden herumdoktert, bis er dann
wirklich schmilzt. Der Polyesterfaden ist der Polyester- oder Allesnäher. Optimales Nähen ohne Faserflug und Nahtkräuseln, hohe Reißfestigkeit und haltbare Nähte, geeignet für die meisten Stoffe, auch Stretchstoffe, da leicht elastisch. Also er ist leicht elastisch, die Farbe bleibt immer, die wird nicht ausgewaschen. Dann haben wir noch das Stickgarn, meist aus Rayon oder Polyester, auch Baumwolle. Es ist feiner als Baumwoll- oder Polyestergarn und ist geeignet für Stickprojekte oder auch Knopflöcher. Es ist zu fein für das Nähen von regulären Nähten. Also kann man sehr schön dekorative Nähte mitmachen oder eben auch Knopflöcher nähen, weil der Faden ein bisschen feiner ist und dann sieht das alles ein bisschen eleganter aus. Dann gibt es noch den transparenten Faden, der wird auch Monofil genannt, ist für unsichtbare Nähte geeignet, meist aus Nylon oder Polyester und es gibt ihn in hell und dunkler Tönung und er ist für die Quiltarbeiten geeignet. Also wenn man einfach den Stoff und die Muster hervorheben möchte, aber nicht so sehr eine Naht sehen will, dann ist der Transparentfaden klasse. Mit dem kann man auch schön so Texturen machen auf dem Stoff. Ich habe ihn noch nicht so oft benutzt. Am meisten benutze ich den Polyesterfaden oder den Allesnäher, weil der einfach so klasse ist für die verschiedensten Projekte. Was man auch noch beachten muss, ist die Fadenstärke. Also je höher die Nummer, desto feiner ist der Faden. Man kann hier sehen Nummer 120 bis 150, das ist so ein Garn, was am besten fürs Quilten geeignet ist. 100 bis 120 ist so der Allesnäher, 60 bis 50, das sind so die stärkeren Nähgarne, mit denen man dann Bezugsstoffe nähen kann oder auch Jeans, dicke Vorhänge, Segeltuch und so weiter. Man kann damit auch dekorative Nähte nähen, zum Beispiel Absteppnähte und so weiter. Dann wollte ich euch noch schnell zeigen, welche denn meine Lieblingsgarne sind, die ich immer zum Nähen benutze. Ich habe drei Lieblinge. Die erste Firma ist Rasant, dann Mettler und Gütermann. Rasant, die sind alle drei Polyesterfäden, die ich benutze und die sind alle sehr haltbar und sehr stark und können für jedes Projekt benutzt werden. Ich werde alle diese Webseiten unten im Video verlinken, dann könnt ihr euch das da auch anschauen. Es gibt es in allen möglichen verschiedenen Farben, hier den Rasantfaden. Ich glaube, Rasant wurde von der Firma Amann aufgekauft oder so. Auf jeden Fall heißt die Amann und Mettler, Rasant und Mettler sind jetzt irgendwie unter Amann. Also auf dieser Webseite hier kann man auch viele verschiedene Nähgarne finden und auch viele, viele Farben und alles ist gerade hier im Angebot. Ganz klasse. Da kann man sich dann auch mal reinlesen. Hier Saba sieht doch klasse aus. Universeller Nähfaden für Bekleidung und Wäsche und für Versäuberungsarbeiten. Das klingt doch gut. Gibt es auch in vielen Farben. Also den würde ich auf jeden Fall bestellen. Dann auf dieser Webseite gibt es auch einen Gütermann, habe ich gerade gesehen. Gehen wir da nochmal zurück und schauen uns das nochmal an. Weil das ist der Faden, den ich jetzt immer benutze, auch zum Puppennähen insbesondere und dann auch für die Puppenklamotten. Kann man hier auch den Gütermann-Faden sich anschauen, Gütermann Kreativ. Der Allesnäher, das ist der, den ich immer benutze. Oder Mara, aber den finde ich irgendwie in Deutschland nicht. Das kann sein, dass der einfach Allesnäher heißt hier. Ja, auf jeden Fall hat er all die Farben, die man auch so braucht zum Puppen machen und so weiter. Ganz viele Farben. Also da könnt ihr euch ja mal hineinlesen und ein paar Nähgarne bestellen. Farbe 300 ist die, die ich immer benutze für die sonnengeküsste Puppenhaut. Farbe Nummer 300. Aber ich mache nochmal ein separates Video, wo ich die De Witte Engel und Gütermann Fäden zusammen vorstelle, damit man genau weiß, welches Garn zu welchem Puppenstoff gehört. Und dann gibt es hier noch beim Nähpark auch noch Angebote. Gibt es auch wieder den Gütermann Allesnäher. Werde ich auch unten verlinken. Ja, und das war's erstmal. Schaut euch all die Webseiten an. Vielleicht gibt es ja auch in eurem lokalen Nähgeschäft irgendwie schöne Fäden oder super Angebote und hinterlasst mir doch einen Kommentar, welches denn euer Lieblingsnähgarn ist. Ich kenne nur diese drei jetzt, die ich sehr gerne benutze
Und dann benutze ich noch manchmal die Firma Birch oder Birch heißt sie, glaube ich. Okay, im nächsten Video schauen wir uns an, welcher Faden mit welcher Nadel und welchem Stoff zusammengehört, damit man ein wunderbares Projekt gestalten kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!